Mein Name ist Flo Bauer. Ich reise durch Deutschland, um über Organspende zu sprechen. Von Mensch zu Mensch. Heute bin ich in Hamburg unterwegs, auf dem Weg zu Marc Bargmann. Marc arbeitet im Tonstudio, so wie ich, und wir werden uns darüber unterhalten, wie es für ihn war, als er ein neues Herz und eine neue Lunge bekommen hat. Hallo Marc. Hallo Flo. Nee, Hände schüttel ich nicht mehr. Okay. Nee, das ist Keimüberträger Nummer 1 und transplantieren und so, das passt nicht so gut zusammen. Setz dich doch hin, ich hab schon mal ein bisschen Licht an. Ja. Hallo Marc. Hi. Uns verbindet ja was. Wir beide arbeiten im Tonstudio. Ja. Jetzt ist es ja aber so, dass ich auf meiner Reise nicht nur über Musik sprechen will. Natürlich ist Musik immer ein Teil des Lebens, deines Lebens wahrscheinlich auch. Ja, du hast ja eine ganz besondere Geschichte. Erzähl doch mal davon. Also mit dem Thema Organspende konfrontiert wurde ich irgendwann im Krankenhaus, als ich freiwillig ins Krankenhaus gegangen bin, weil es mir einfach nicht mehr besonders gut ging. Ich bekam ganz, ganz schlecht Luft, war völlig schwach und habe dann meine Frau gebeten, mich ins Krankenhaus zu fahren. Mhm. Da ich einen angeborenen Herzfehler hatte, habe ich sie auch gleich gebeten, mich in eine Herzklinik zu bringen. Kaum, dass ich in dem Krankenhaus war, bin ich auch direkt dekompensiert, also da zusammengeklappt, dass die mich da direkt auf der Aufnahmestation erstmal wieder stabilisieren mussten. Und da wurde ich eben damit konfrontiert, dass es eben die einzige Chance weiterzuleben darin besteht, die Organe auszutauschen. Organe, weil meine Lunge durch meinen Herzfehler mit in Leidenschaft gezogen wurde. Und dann ging ein langer Leidensweg los, wo ich zwischendurch abgelebt bin und wiederbelebt werden musste. Und ich dann schließlich auf der HU-Liste stand und auf meine Organe wartete und jeden Tag hoffte, dass es jetzt endlich soweit ist. HU-Liste heißt genau? High Urgency, das ist die Hochdringlichkeitsliste. Da kommen die Leute rauf, die nicht mehr lange zu leben haben, wenn man ganz ehrlich ist. Es ist so eine Art, es ist wie so eine Art Todesliste gegen die Zeit. Und dann passierte es ja auch. Am 01.01.2009 bekam ich dann die Nachricht und wurde in der Nacht dann direkt transplantiert. Und das war natürlich im Grunde genommen hochdramatisch, weil meine Frau war schwanger mit unserem Sohn, als ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und meine Frau war natürlich auch schwanger mit unserem Sohn, als ich abgelebt bin und es auf Messers Schneide stand, ob ich da jemals nochmal wiederkomme. Und ja, wenn ich dich das fragen darf, was war das für ein Gefühl, das so zu sagen, so zu denken, naja, es könnte sein, dass ich das eine Kind vielleicht gar nicht kenne, meine Tochter nicht mehr sehen kann. Auf der einen Seite war es natürlich eine Art Überlebenskampf. Und auf der anderen Seite haben mich ja auch meine Frau und meine Kinder mich ja auch besucht. Und da war es einfach so, ja, hey, das ist alles gut, wir sind zusammen und darum geht es ja im Prinzip. Thema Musik. Du meintest ja, du hattest im Krankenhaus sehr viele Ideen, musikalische Ideen, konntest die nicht so verwirklichen. Konntest du denn welche davon verwirklichen danach? Nee? Ich weiß, dass ich war zwischenzeitlich in der Reha-Klinik, da habe ich dann noch einen Song verwirklicht zur Geburt meines Sohnes, weil meine Tochter hatte auch einen Song bekommen von mir. Dann habe ich halt auch noch einen für meinen Sohn gemacht im Krankenhaus. Und da war ich auch gerade in einem Zweibettzimmer und da ging das. Da konnte ich dann den Kram irgendwie mal aufbauen und das dann alles einspielen. Ja. Wo du das gerade sagst, Geburt deines Sohnes. Das war ja dann in der Zeit, in der es bei dir gerade sehr brenzlig war. Und also wie war das? Das war das Schönste, was 2008 passiert ist. Ich habe nämlich die Geburt meines Sohnes miterlebt. Ich lag im Bett neben meiner Frau. Okay.
Und als dann mein Sohnemann auf der Welt war, konnte ich ihn tatsächlich die ersten 2 Stunden seines Lebens auf meinem Bauch liegen haben. Ah ja. Und danach ging dann wieder gar nichts mehr bei mir. Aber das konnte ich mitnehmen. Ah ja. Gibt es denn da so Gedanken? Also an den Spender? Mhm. Ja. Ja? Ja, die gibt es ganz klar. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist, am Anfang war das noch sehr heftig, klarerweise, weil ich meine, ich verdanke diesen Menschen, den ich nie gekannt habe, von dem ich nicht weiß, wer das ist, verdanke ich mein Leben, weil er seine Organe gespendet hat. Und anfänglich war ich, ich kann es nicht sagen, aber es war wirklich extrem viel, dass ich daran dachte und dankbar dafür war. Und mittlerweile ist es so, dass ich zwar immer noch regelmäßig daran denke, was für ein Geschenk ich erhalten habe und dass ich dem Menschen, der es mir ermöglicht hat, dafür sehr dankbar bin. Aber es ist nicht mehr, dass ich das jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 10-mal am Tag denke. Ich denke das schon täglich. Also ja. Alleine die Tatsache, dass ich morgens aufstehen kann, dass meine Kinder mich wecken können, auf mir rumtoben können, das hätte ich alles nicht erlebt, wenn der Mensch mir das nicht gespendet hätte. Naja. Hast du denn mal, also man hat ja diese Möglichkeit, so einen Brief zu schreiben. Hast du nicht gemacht? Ich habe den nicht geschrieben. Ich habe hab da lange mit überlegt, aber dann war es so, ja, wie schreibst du denen das? Ich meine, im Prinzip könnte ich denen einen Brief schreiben, aber drauf steht Danke. Mhm. Weil das ist das, was ich dazu sagen kann. Danke. Mhm. Ja, ich habe heute auf jeden Fall mal jemanden kennengelernt, der 2 Organe gleichzeitig transplantiert bekommen hat. Was soll ich sagen? Wirklich eine krasse Geschichte, die von Marc. Und extrem emotional, wenn ich mir überlege, dass er, als er ins Krankenhaus kam, gerade eine 1-jährige Tochter hatte, seine Frau schwanger war und auf einmal ist er dann für 5 Minuten tot und wird gerade noch mal so wiederbelebt. Und ja, heute sitzen wir im Studio, unterhalten uns über Musik und alles Mögliche und er ist lebendig und es geht ihm gut, den Kindern geht's gut und das ist einfach eine heftige Geschichte, wie ich finde.